Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eine virale Foundation hat so ein bisschen für Trouble wieder gesorgt, denn wir haben heute die nagelneue KVD Vegan Beauty Good Apple Full Coverage Serum Foundation, die wir heute gemeinsam auf Herz und Nieren testen. Ich habe heute einen sehr, sehr langen Tag vor mir. Ihr liebt Longtime Wear Tests, deswegen machen wir das Ganze. Und ich habe tatsächlich jetzt schon eine kleine Meinung dazu. Und ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf, eine neue Foundation zu testen. Denn ihr wisst es, üblicherweise dreht sich bei mir alles um Drogerie-Make-up. Ab und zu testen wir aber auch mal High-End-Make-up. Denn wir müssen gucken, wo geht der High-End-Markt hin und wo wird der Drogeriemarkt vielleicht hinterhergehen. Und deswegen habe ich hier die neue Foundation. Die wird ja gerade schon wieder so ein bisschen gehypt. Und ich erzähle euch jetzt alle geheimen, dramatischen Behind-the-Scenes-Infos. Let's go! Falls ihr hier neu seid, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Euch kostet es nichts und mir bedeutet es die Welt. Und wir probieren wieder hier das Video auf 3000 Likes zu kriegen. Also drückt gerne einmal auf den Daumen nach oben Button. Das würde mich sehr, sehr freuen. Freunde, ihr erinnert euch mit Sicherheit alle an die Good Apple Foundation, die vor anderthalb Jahren, glaube ich, schon extrem viral gegangen sind. Das war diese Cream-to-Powder-Foundation, die es in sehr, 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 sehr vielen Farben gab, die eine immense Deckkraft hatte. Das ist tatsächlich eine der am höchsten deckendsten Foundations, die ich jemals gesehen habe. Und das war, ganz spannend, ein sehr viraler Moment für KVD. KVD wurde vor 2-3 Jahren von Kat Von D an Kendo verkauft. Kendo ist so die Über-Über-Marke. Und das war ein wichtiger Moment für die Marke, weil es denen nicht so gut ging. Die hatten keine spannenden Produkte mehr. Der Hype um die Marke war so ein bisschen abgeflaut. Und das hat denen echt nochmal einen Push gegeben. Das war ein organischer, viraler Moment. Jetzt haben wir hier die neue Foundation. Das ist auch die Good Apple Foundation. Die heißt diesmal Full Coverage Serum Foundation. Und soll ähnlich wie die Full Coverage Foundation aus der Creme-Verpackung sein, halt jetzt nur in flüssig und ein bisschen mehr Feuchtigkeit spenden, ein bisschen frischer sein. Das Ding, was mir hier aufgefallen ist, da falle ich gleich mit der Tür ins Haus, das ist ein künstlich erzeugter viraler Moment auf TikTok. Es gibt nämlich für dieses Produkt bezahlte Kampagnen gerade und dieses Video entsteht nicht in Zusammenarbeit mit KVD, ganz, ganz wichtig. Also es gibt im Moment viele gesponserte Beiträge dazu, dass diese Foundation ebenso wie die andere viral gehen wird. Das ist mittlerweile so ein bisschen tricky und das probiere ich euch jetzt auch zukünftig in den Videos zu zeigen oder zu erklären, wenn mir das auffällt, weil ich glaube, dass dieser Hype-Moment ein sehr planbarer Moment geworden ist und diese Viralität von Produkten ist sehr, sehr planbar geworden durch, wenn du verschiedene Creatorinnen, vor allen Dingen in Amerika, ansprichst und sagst, dieses Produkt muss viral gehen, machen die ein Video, es wird besonders aufgebaut, es wird besonders ausgespielt und dann ist das ein virales Produkt und alle wollen dieses Produkt haben. Das ist mir hier aufgefallen. Ich dachte aber trotzdem, komm, die erste war wirklich gar nicht so schlecht, die war ein bisschen viel, die war selbst für mich zu viel. Deswegen probieren wir das Schätzchen einmal aus. Die Foundation kostet 41,45 Euro. Das ist eine Schlange Geld. Gibt es in 40 Farben und hat sehr, sehr schöne Untertöne gehabt. Mir fiel es ein bisschen schwer, die richtige Farbe für mich zu finden. Ich habe aber, glaube ich, ein nahezu Perfect Match gefunden. Was ich ganz gut fand, ist, wenn du die bei Sephora bestellst, da sind ja dann immer diese kleinen Farbkästchen. Die entsprachen aber nicht der Foundation auf dem Bild, meiner Meinung nach. Und als ich die gesehen habe, dachte ich mir, oh, die ist sehr, sehr hell. Ich hole euch gleich mal ein Stückchen heran. Ich habe vor 5 Minuten schon mal was aufgetragen, denn das Ding oxidiert bis zum Mond. Gut für mich, denn jetzt passt sie. Und die oxidierte Farbe, ist echt spannend, ist wirklich die Farbe, die ihr auch dann auf diesem Bildchen gehabt habt. Ich werde nochmal, ich habe das schon mal gemacht, aber irgendwie finde ich das nicht mehr, euch den Hack gezeigt, wie ihr nahezu die perfekte Farbe online finden könnt. Kommt einmal in einem sehr, 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 sehr schönen Glasflakon, muss ich sagen. Also ich mag das Packaging sehr gerne. Das ist ein Custom Packaging, also das ist kein Standard Packaging für Foundations, ist ja oft so, sondern es hat hier wirklich diese Ornamente, KVD, es ist Glas, es ist vegan. Die sind 30 Milliliter mit drin, man soll es gut schütteln und die soll lightweight, all day wear, also den ganzen Tag tragbar sein, non-transfer und ein Extrakt von Quince Leaf. Was ist Quince Leaf? Quittenblattextrakt mit drin haben, die helfen soll, dass das Gesicht mattiert wird. Klingt erstmal ganz spannend. Packaging ist
Es ist schön, aber mir fällt auf, ich habe sie ja gestern schon geswatcht, vielleicht könnt ihr es erkennen. Der Pumpspender drückt beim Einschieben immer so ein bisschen daneben. Und das heißt, hier drin läuft es mit Foundation voll. Ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Wir probieren das Ganze jetzt aber einmal aus. Hier seht ihr die Foundation, wie ich sie vor 10 Minuten aufgetragen habe, da in dem Bereich. Ich packe sie jetzt mal frisch daneben, dass ihr den Farbunterschied erkennen könnt. Der ist wirklich immens. Also das sind einige Nuancen. Deswegen lasst euch nicht von der Verpackung verunsichern. Die Verpackungsfarbe, das was ihr seht, ist nicht die finale Farbe. Bei den hellen Shades zumindest. Ich habe jetzt die Farbe Light 018 und auf der Haut sieht die sehr, sehr gut aus. Also auf der Hand zumindest und das kommt meinem Gesicht halt auch sehr nah. Ich habe noch nichts im Gesicht außer Lichtschutzfaktor. Da werde ich immer wieder nachgefragt, welchen ich benutze. Im Moment benutze ich wirklich ganz gerne diesen neuen hier von L'Oréal. Den Revita Lift Clinical Anti-UV Fluid. Sehr hoher Schutz, Lichtschutzfaktor 50 plus, reicht für mich für den Winter. Aber das ist okay. Ich möchte heute keinen Primer benutzen. Es gibt einen Primer dazu, der war aber mattifying und das ist gar nicht meins und ich brauche auch keinen porenverkleinernden, porenminimierenden Primer. Deswegen nehmen wir heute gar keinen Primer und meine Pflege habe ich vor 3 Stunden draufgetragen. Ich gebe mir mal einen Pumpstoß hier rauf. Sie riecht nach nichts, sie riecht halt ein bisschen nach Foundation, aber keine künstlichen Duftstoffe mit drin. Und ich nehme hier wieder mein Crash Cosmetics Brush und arbeite das Produkt gut in den Pinsel ein. Die soll ja jetzt eine High Coverage Foundation sein. Deswegen probiere ich erstmal dünn zu arbeiten. Wir schauen, wie weit wir sie aufbauen können, weil ich glaube, wenn ihr Probleme mit Pigmentstörungen habt, Probleme mit Pickeln, dann könnte das eine gute Sache sein und man muss sie auch nicht als Foundation benutzen. Du kannst sie auch als Spot Foundation benutzen und das finde ich sehr spannend. Wir starten einmal und arbeiten uns das Produkt hier erstmal ein. Jetzt sieht die Farbe natürlich noch ein Stückchen hell aus, aber ich presse das Produkt richtig schön tief in die Haut und dadurch, dass sie ja gleich oxidieren wird, werdet ihr sehen, dass sie wirklich gut passt. Also ich habe gestern mal so einen Swatch gemacht, habe den 10, 15 Minuten auf meiner Hand gelassen und dann sah das echt gut aus. Coverage ist immens groß. Also ein Pumpstoß reicht locker für das gesamte Gesicht. Ich denke mal, wenn man sie so ein bisschen leichter haben möchte, kann man auch mit einer sehr, sehr dünnen Schicht arbeiten oder du mischst dir die so ein Stückchen in deine Tagespflege. Also die hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Ich habe sie leider in der falschen Farbe gekauft gehabt damals. Deswegen habe ich sie dann auch nie wieder getragen. Deckkraft ist da. Ich schaue sie mir jetzt mal von nahem an, nur mit dem Pinsel. Was mir sofort auffällt, ist, dass das wirklich ein mattes Finish ist. Also das ist nicht so semi-matt, sondern das geht echt schon in die matte Richtung. Sie ist natürlich jetzt noch ein bisschen feucht, deswegen arbeite ich sie einmal mit einem Schwamm nochmal nach. Das ist schon recht matt. Also ich finde in der Kamera, wenn ich das Licht wegdrehe, dann ist es zwar ein bisschen dunkler, aber dann seht ihr, das ist matt. Ich lasse sie mal kurz drauf und dann seht ihr schon, dass sie wirklich ein Stückchen oxidiert. Ich bin natürlich im Moment durch meine Retinolkur ein bisschen gerötet. Ich komme mir vor wie ein Leierkasten, aber ich will es halt immer wieder dazu sagen. Meine Haut ist gerade von der Struktur her die beste, wie sie jemals war. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Ich habe natürlich jetzt nur ein paar Rötungen. Es ist draußen, wir haben minus 6 Grad, Freunde. Ich war gerade einkaufen. Okay. Deckkraft, top. Ich nehme jetzt wieder nur einen Pumpstoß. Sollte reichen, ist wahrscheinlich schon wieder viel zu viel. Aber ihr seht auch hier, ne, das oxidiert schon ein kleines Stückchen. Ich wiederhole es halt, damit ihr, und das ist so ein bisschen das Problem bei Online-Kaufen. Ich wollte sie eigentlich im Laden kaufen, weil ich verschiedene Farben haben wollte, um zu gucken, wie es aussieht, was man da machen kann. Aber jetzt, rückblickend, habe ich Glück gehabt, dass das passt. 40 Farben sind da, auch wie ich finde, auch eine recht gute Shade-Auswahl. Ich schaue noch mal kurz rein, alle Farbtöne anzeigen. Also wir haben wirklich, ich finde sogar ein sehr, sehr gutes 50-50-Verhältnis zwischen hellen und dunklen Shades. Das ist sehr, sehr selten. Kat Von D ist eine sehr inclusive Brand, muss man sagen. Also das ist mir aufgefallen, das mag ich sehr gerne an der Marke und ich weiß auch, dass viele die Liquid Lipstick sehr, sehr gerne mögen. Ich erinnere mich an eins meiner ersten High-End-Produkte, was ich geschenkt bekommen habe von meinen Arbeitskolleginnen, damals, als ich noch im Büro gearbeitet habe. Sie haben mir diese Kat Von D Contouring-Palette geschenkt und die habe ich ja jahrelang benutzt. Und ist auch eine sehr, sehr gute Palette gewesen. Ich finde es ein bisschen schade, dass Kat Von D so ein bisschen weggerutscht ist, aber diese Contouring-Palette war toll. Wir lassen die Foundation jetzt wirklich mal ein paar Minuten drauf, dass sie warm werden kann. Das empfehle ich bei matten Foundations eh immer.
Lasst sie, wenn ihr die Zeit habt, 15 Minuten drauf, dass sie sich mit der Haut verbinden kann, dass sie schön warm werden kann. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze von Namen aussieht. First Impression, viel, viel Deckkraft, mehr als ich mittlerweile benutze. Ist jetzt aber nicht schlecht. Während die Foundation so ein bisschen auf meiner Haut bleibt, um einfach sich farblich ein bisschen anzupassen, habe ich das gerade nochmal geholt. Das ist dieser, oh Gott, wie hieß er denn? Oh mein Gott, meine Augen. Liquid Gel Contour. Das war ganz spannend. Ich habe es damals sehr, sehr gerne benutzt. Das ist ein Contouring-Bronzing-Produkt in Gelform. Ich bin jetzt gespannt, wie das damit funktioniert. Das ist nämlich wirklich sehr, sehr wässrig und ich habe ein bisschen Angst, dass es nicht so gut dazu passt. Habe ich nicht den Concealer auch gehabt? Sekunde. Ich dachte wirklich, dass ich das noch habe. Wir probieren es jetzt mal aus mit einer Dünnschicht. Das war sehr pigmentiert. Ich mochte den letztes Jahr im Sommer sehr gerne als Bronzer ohne Foundation. Ich habe den jetzt in meinen Pinsel eingearbeitet und gehe jetzt mal hier so ein bisschen rüber. Ich drehe mal das Licht ein bisschen dunkler. Das ist mir heute sehr hell. So, jetzt könnt ihr das auch ein bisschen besser erkennen. Ist jetzt weniger als gedacht. Ich nehme ein bisschen raus. Ich mag nicht so gerne damit, weil ich das schon so lange nicht mehr benutzt habe, ins Gesicht geben. Und das jetzt hier. Oh ja, das ist toll. Das ist jetzt viel. Wir schauen gleich ausgeblendet nochmal rüber. Geh jetzt nochmal mit dem Schwamm hier an den Kanten lang. Funktioniert. Funktioniert gut und gibt mir jetzt ehrlich gesagt wieder ein bisschen mehr Bewegung zurück. Mir war das eben gerade schon recht matt. So langsam seht ihr aber, dass die Haut wieder ein bisschen atmet. Das funktioniert gut. Große Empfehlung jetzt hier. Habe ich lange nicht mehr benutzt. Und ganz ehrlich, De-Influencing ist gerade ein Trend. Dieses Ding von Charlotte Tilbury braucht ihr nicht. Ihr braucht es einfach nicht. Die sind schön, aber es gibt mittlerweile tausendmal bessere Produkte. Ihr seid wieder super, super nah dran. Und jetzt langsam kommt ein bisschen Bewegung durch. Das ist immer das, was ich meine. Lasst die Foundations ein paar Minuten drauf, dass sie schön warm werden. Und dann sieht sie auch gar nicht mehr so leblos aus. Ich finde, dass sie an einigen Stellen etwas trocken aussieht. Vor allen Dingen hier so im Nasenbereich. Das könnt ihr jetzt, glaube ich, kaum erkennen, da wo ich so eine Unreinheit habe hier. Da könnte man aber gut mit Pflege arbeiten, ne? Ich habe jetzt, wie gesagt, keinen frischen Primer benutzt. Mit dem Bronzer gefällt mir sehr, sehr gut gerade. Ich finde sie auf den ersten Eindruck gar nicht schlecht. Es sieht nämlich gerade so ein bisschen so aus, als hätte ich sie schon abgepudert. Und das. Wir schauen mal. Ich mache jetzt mal mein Make-up weiter. Ich gehe jetzt hier nochmal rüber, mache das alles ordentlich, mache ein bisschen Concealer und will auch nicht zu viel Puder benutzen. Natürlich nur unter den Augen, auf der Stirn habe ich jetzt nicht das Bedürfnis, viel Puder zu nutzen. Ich mache mein Make-up fertig und dann zeige ich euch nochmal das fertige Ergebnis. Alright, Freunde, meine Base ist einmal drauf. Ich finde, ich sehe sehr, sehr Full Coverage aus. Es geht mir so ein bisschen in die Richtung 2019. First Impression. Jetzt gesettet, gefällt sie mir nicht so gut auf dem ersten Eindruck her. Auf dem ersten Eindruck. Ich habe immer noch kein Setting Spray benutzt. Ne? Also mit Setten meine ich nur Puder. Ich finde, dass sie an einigen Stellen recht trocken aussieht. Kann jetzt aber auch so ein bisschen an den Umständen liegen, die gerade da sind. Ne? Es ist kalt, die Heizung ist an, es ist alles so, ist so ein bisschen winterlich. Vom ersten Eindruck her würde ich sagen, das ist was für den Sommer oder wirklich komplett ohne Puder. Ich will sie jetzt setten. Ich habe hier ein Wasserspray. Gehe ein bisschen rüber, ganz, ganz wenig, dass das alles nicht mehr ganz so trocken aussieht und dann hole ich euch sehr nah ran. Gesettet gefällt es mir wieder deutlich besser. Es ist ein bisschen natürlicher geworden. Mir ist die Deckkraft Tatsache echt ein bisschen zu hoch. Das ist ganz verrückt. Ich bin es aber auch, glaube ich, einfach nicht mehr gewohnt. Wir starten jetzt in den Tag. Es ist 7:30 Uhr. Wir haben einige Stunden vor uns und ich bin gespannt, wie sie hält. Selbstverständlich bekommt ihr auch noch mal einen Tageslichtcheck hier im indirekten Licht. Das ist schon full coverage. Ich finde, hier sieht so ein bisschen platt aus. Wenn ich jetzt aber in die Sonne gehe, sieht die Haut flawless aus. Also wirklich wunder, wunderschön. Bis jetzt gut. Viel Deckkraft. Das könnte, wenn du im Sommer heiratest vielleicht und eine Full Coverage Deckkraft haben möchtest, vielleicht ist es die. Okay, Freunde, mittlerweile ist es 12:22 Uhr.
Also, ich habe schon ein paar Stunden drauf. Ich habe auch schon vieles gemacht. Ich habe gerade gegessen. Ich habe schon die ersten, glaube 70 Bestellungen gepackt. Ein bisschen das Bad geputzt. Also so ein klassischer Vormittag im Hause Giacomo Pelletier. Mir fallen. Also es ist ganz verrückt. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Erstmal, mein Concealer hat versagt heute. Auch meine Mascara hat heute so ein bisschen versagt. Was mir auffällt, und das ist ganz, ganz spannend. Ich habe ja nicht so texturierte Haut, ich habe nicht so tiefe Fältchen. Das Einzige, was ich natürlich habe, sind hier auch so Smile-Lines, also diese Lachfalten. Und ich finde, dass es da sehr, sehr trocken aussieht. Ich hole euch mal. Okay, ihr seid näher dran, als mir eigentlich lieb ist. Aber ich glaube, ihr könnt es hier an der Nase sehen, dass sich das hier so ein bisschen auseinandersetzt durch die eigenen Öle, die jetzt durchkommen. Hier an der Wange sieht es eigentlich sogar noch gar nicht so schlecht aus. Und auch auf der Stirn ist es okay. Ich finde aber, und das ist das, was mich persönlich gerade stört, ist, dass es sehr pudrig aussieht. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, dass das eine persönliche Meinung ist und nicht die Foundation ist schlecht, sondern ich glaube, mein Eindruck jetzt, vorhin hatte ich gesagt, oder eben für euch hatte ich gesagt, dass ich glaube, dass das vielleicht etwas sein könnte für jemanden für eine Hochzeit im Sommer. Ich glaube, dass das etwas sein könnte, wenn du diesen matt Look haben möchtest, aber nicht dieses matt Feeling, weil das habe ich nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, wie beispielsweise bei der Huda Beauty Foundation oder bei der Catrice Liquid Camouflage Foundation, dass mein Gesicht so trocken ist. Es fühlt sich absolut nicht trocken im Gesicht an. Ich finde, es sieht nur ein bisschen trocken aus. Und das ist ja nicht mehr das, was ich so gewohnt bin von meinem Make-up. Ist jetzt persönliche Einstellung. Was ich mir vorstellen kann, und das wollte ich mit euch jetzt einmal kurz durchspielen am Handrücken, ist, dass ich die mit etwas anderem mische. Und zwar benutze ich sehr, sehr gerne seit einer Weile. Da hatte ich mich von einer britischen Bloggerin, Lydia Milne, influenzen lassen, dieses By Terry Serum. Das ist sehr, 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 sehr teuer, aber es ist sehr gut. Ich suche gerade einen Dupe dafür. Ich habe noch keins gefunden. Das ist im Prinzip, also sie sagen, es ist eine BB-Cream. Ich finde nicht. Es ist einfach wie so ein Primer. Gibt es in vielen verschiedenen Farben. Sieht sehr, sehr schön aus. Riecht extrem nach Rose. Und das hat aber Schimmerpartikel mit drin und ist Feuchtigkeit spendet. Ich dachte mir, wenn man vielleicht die Foundation damit so ein bisschen mischt, ist es etwas leichter und vor allen Dingen nicht so von der Textur her so pastig. Weil ihr habt es gesehen, die ist zwar eine flüssige Foundation, ist aber nicht so flüssig wie eine Serum-Foundation, wie beispielsweise diese Nude Drop Tinted Foundation. Die ist ja wirklich sehr, sehr flüssig. Das gefällt mir jetzt auf den ersten Eindruck ganz gut. Ich glaube, dass man das damit sehr schön mischen kann und dann nur leicht. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich schon zu viel benutzt habe. Und ich habe für mein Gesicht vielleicht zwei Pumpstöße gebraucht und bin mit einem Pinsel reingegangen. Vielleicht bräuchte man einen Schwamm und noch weniger Produkt. Das gefällt mir jetzt aber ganz gut. Ich werde das auf jeden Fall so die Tage nochmal testen. Der Tag ist aber noch lang, Freunde. Ihr hört es, meine Nase ist ein bisschen zu. Ich würde sie mir gerne putzen, aber dann ist die Nase komplett versaut. Deswegen müssen wir jetzt ein paar Stunden durchhalten. Nur damit ihr mal so einen kleinen Eindruck bekommen habt, wie der Stand nach einigen Stunden ist. Alright, People, es ist mittlerweile fast 18 Uhr. Das heißt, ich habe den ganzen Spaß schon eine Weile drauf. Ich sehe auch so aus. Meine Ohren sind rot, ich bin hundemüde. Aber es war jetzt echt ganz spannend. Erstmal müssen wir ganz kurz einmal über diesen Highlighter reden. Ich sehe aus, als hätte Schreck mir ins Gesicht. Na gut, der ist literally, der ist grün. Das ist ein grüner, ihr könnt es kaum erkennen. Der ist grün. Kommen wir zur Foundation zurück. Also, ich war ja zwischendurch, ehrlich gesagt, so ein bisschen skeptisch, weil ich gedacht habe, an manchen Stellen hat sie sich aufgelöst. Also, sie hat sich nicht aufgelöst, aber sieht sie nicht mehr so schön aus. Es hat sich seitdem nichts mehr verändert. Also, außer meinem Concealer, der wirklich auf die lange Zeit jetzt enttäuschend war, hat sich nichts verändert. Die kleinen Fältchen hier sind genauso. Das Einzige, was mir auffällt, und das weiß ich nicht, ob ich das gut finde oder nicht so gut finde, ist, es gibt ja diesen Primer dazu. Und der Primer ist ein Pore Minimizing, Pore Refining Primer. Und ich finde, dass meine Poren etwas vergrößert aussehen. Und ich glaube, dass der Primer dazu sehr, sehr gut funktionieren würde. Ich will aber eine Foundation haben, die auch ohne diesen Primer funktioniert, der gleichzeitig mit rauskommt. Wisst ihr? Aber das ist nur was Persönliches. Ansonsten hat sie leichte Bewegung auf der Stirn zurückbekommen nach einigen Stunden. Sie hat aber sehr, sehr gut gehalten. 41 Euro ist ein Schnapper und ich glaube, dass wir dazu auch recht schnell ein gutes Dupe finden werden. Ich habe schon die ein oder andere Vorstellung. Ich suche aber noch und packe euch das dann gemeinsam nochmal ins Video. Also,
Das ist eine gute Foundation. Wenn du dich dafür interessierst und sie gerne ein bisschen matter und sehr, sehr deckend sein soll, dann ist das eine super Foundation. Für alle anderen, sie hat jetzt nicht meine Welt verändert. Muss man ja auch mal genau so sagen. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu dieser Foundation sagt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns hier bei einem neuen Video wiedersehen. Passt auf euch auf, ihr süßen Mäuse. Bis zum nächsten Mal.